Herzlich willkommen zurück bei The Fall. Wir haben unseren besten Freund verloren, die Zentral-KI. Das ist natürlich blöd. Außerdem sind uns jetzt die ganzen Droiden auf den Fersen. Und das nicht nur wenig. Was ist hier? Eine Spur aus Kühlflüssigkeit. Der Wärter hat, dort wo ich ihn angeschossen habe, ein Leck. Ich kann dieser Spur folgen und ihn finden. Dann werden wir das tun. Er muss zahlen. Wir haben so viele Roboter umgebracht, da kommt es auf einen mehr jetzt auch nicht mehr drauf an. Und immer schön vorsichtig sein. Oh, ah. Da sind aber viele. Schon der gesamte Schild ist weg bei mir. So, den haben wir schon mal weggemacht. Mir geht's nicht mehr gut. Ich warte mal, bis mein Schild wieder da ist. Jetzt kommt ja keiner mehr uns nach hier. Einer weniger. Jetzt fehlt nur noch der, der kniet. Hervorragend. Uhu. Gott sei Dank. Ich warte noch kurz ab, bis mein Schild wieder da ist. Das ist keine einfache Stelle hier ist insgesamt. Nein! Geh doch! Wieso geht er nicht in die... in den anderen Modus rein? Ha, was war das denn? Okay. Können wir wieder ein bisschen mehr Lebensenergie gebrauchen. Mehr Kühlflüssigkeit. Ja, ich sehe es. Aufregend jetzt hier. Ohoho. Oh, nicht schon wieder einer. Jawoll. Uhu. Alter, da sind aber jetzt mal richtig viele. Ich meine, immerhin hat die KI jetzt inzwischen... Uah. Muss dann höllisch aufpassen jetzt hier. Nein! Oh, damn it. Sag jetzt bloß, ich muss nochmal ganz von vorne starten. Nee, Gott sei Dank nicht. Das ist schon mal gut. Noch einer. Kriegen wir es ein bisschen besser hin. Na komm schon. Ich hab noch Schild. Oh, leck mich doch. Na gut, ich meine, der Roboter, dieser Böse, der Hausmeister hat auch nur den einzigen Weg genommen, der möglich ist. Nämlich einfach nach oben, nach oben, nach oben. Und jetzt hier zur Seite. Nee, weiter nach oben. Müssen wir gar nicht kämpfen hier auf dieser Ebene. Ist ja wunderschön. Ich glaube, die Zeit der Rätsel ist vorbei. Jetzt ist die Zeit der Action gekommen. So, wo ist die Kühlflüssigkeit? Ich sehe hier keine. Doch, hier. Wohl. Mehr Kühlflüssigkeit. Okay, da ist er ja. Assessment adjusted.
unit's malfunction is more perverse than previously diagnosed. You have no jurisdiction over me. Genau, gib's ihm. Wieso spritzt er das eigentlich immer an die Wand? War ich hier schon mal in diesem Bereich? Ich glaube nicht. Meine Taste immer über der Cover-Taste hovern. Ich hover mit meinem Finger über der Cover-Taste. Okay. Kommen hier in Bereiche, die uns bisher noch gar nicht. Ui, was ist das denn? Sieht ja super aus. Ein riesiger Motor oder sowas ähnliches. Aber ein klassischer, sieht aus wie ein Verbrennungsmotor tatsächlich. Bam. Finally evaluation. Nix da. Okay, kann ich dem entweichen? What? Was passiert hier? Dammit, der ist einfach zu schnell für mich. Blöd, dass ich den jetzt nicht anschießen kann. Okay, der kann sich irgendwie in irgendeiner Weise, holt er sich hier Lebensenergie. Aber ich weiß nicht, wie ich das ausstellen kann. Ach, komm schon, ey. Total nervig. Haha, das hast du wohl gedacht. Kann hier nichts machen. Aha. Das war doch mal immerhin etwas. Das müssen wir bestimmt auf der anderen Seite auch nochmal machen. Haha, nicht so mit mir. Ja, natürlich. Wie ich dem entweichen kann, weiß ich auch noch nicht so richtig. Nicht nur so. Achtung, jetzt müsste hier noch die zweite rauskommen. Also ich das hier nochmal aufladen kann, der Hund. Alter, ich habe die doch schon richtig gut getroffen, auf den Kopf und alles. Irrelevant. Unit exhibits repeated malfunction since arrival. I have followed my protocols. I always follow protocol. No. You resolve challenges by circumventing protocol. I adapt. You cheat. Lying is not explicit. Your actions are implicitly dishonest. No rules bind you.
I am malfunctioning. I must save Josephs. Ja, das sollte immer noch an erster Stelle stehen. Konfrontation. So, der ist weg. Nicht, dass der nochmal auftaucht irgendwie. Sicher ist sicher. Außerdem ist er ja kein Mensch gewesen. Nicht wahr? Was ist jetzt passiert? Wieso sind wir plötzlich wieder hier? Ach, der hat uns einfach zurückgebracht. Können wir jetzt endlich diesen Test abschließen, eventuell? Was haben wir hier? Teile eines alten Skeletts. Achso, ja. Ah, ich laufe falsch, deshalb kann ich jetzt vielleicht lügen. Ha! Siehst du mal, ich kann hier lügen jetzt. No, sir. Begging your pardon, sir. You mocking me? No, sir. I would not be foolish enough to start trouble with you. Please, don't hurt me. I am so sorry. Yeah, you're sorry. Boom! Interaction successful. Get me another drink, and I won't mess up your ugly face. Validated. Merit point awarded. Tja, da seht ihr mal. Wir sind jetzt offiziell ein Haushaltsroboter. Mit einer Waffe. So, und nun ist die Frage, ob wir jetzt mit dem Mainframe interagieren können, der zwar uns nicht mehr erkennt, aber doch jetzt unsere Validierung anerkennen kann und zum Beispiel hier mit interagieren. Da siehst du mal. Congratulations, you are compliant. Quantum signature archived. Proceed to the upper level, where one of our diagnostic team will complete the final steps of your validation. Na endlich, da können wir endlich in den medizinischen Bereich vordringen und unseren Piloten retten. Wenn ihr euch erinnert, am Anfang des Let's Plays war das das Ziel, nach oben zu kommen. Validation. Und in den medizinischen Trakt zu gehen. Dieser Bildschirm wurde wahrscheinlich dazu verwendet, validierte Droiden anzuweisen. Er ist kaputt. Das sieht ja nicht so unbedingt so aus, als wäre hier viel los. Ich kann es nicht lesen, leider. Erdgeschoss dieser Einrichtung lassen sich viele Sterne sehen. Ich habe die Oberfläche erreicht. Immerhin, das war ja mal eins unserer Ziele. Besitz, Abholung, Empfang, Dekontaminierung. In der Dekontaminierung ist, glaube ich, auch der medizinische Bereich gewesen. Jetzt gucken wir mal, ob wir endlich unseren Piloten retten können. Was haben wir hier? Noch mehr Wildwuchs bricht durch die Wand. Die heimische Flora hat sich weite Teile dieser Einrichtung zurückerobert. Ein Fahrstuhl. Er führt wahrscheinlich zurück ins Testgebiet. Er hat keinen Strom. Da wollen wir ja auch auf gar keinen Fall wieder hin. Wir sind dem jetzt endlich entronnen. Was haben wir hier? Der Zentralrechner. Da ist etwas in den Schreibtisch geritzt. Die haben mich zurückgelassen. Levi. Vielleicht erfahren wir jetzt endlich mal, was mit dieser verdammten Institution hier passiert ist. Welcome to Domesticon. We keep your property efficient, so you don't have to be. Oops, I'm sorry. Our receptionist is away from the desk right now. How may I help you? I am the ARID on board a Mark 7 combat suit. My intentions are peaceful. My pilot is injured and requires immediate medical care. Of course. Allow me to assist you. Medical personnel are stationed through the door to your right. Thank you for choosing Domesticon and have a wonderful day. Na, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Noch eine Bucht für den Sicherheitsdruiden. Es befinden sich Seifenreste an der Glasscheibe. Dieser Raum diente der Dekontaminierung. Okay. Oops, I'm sorry.
Our medical personnel seem to be out at this time. Stand by for automated medical assessment. Oops, I'm sorry. There is no human present within the combat suit. What? Thank you for choosing Domesticon. Scanne noch einmal. There is some kind of mistake. Scan again. Beginning medical evaluation. Oops, I'm sorry. There is no human present within the combat suit. Thank you for choosing Domesticon and have a wonderful day. Okay, da bleibt uns ja nur noch Beschuldige der Fehlfunktion. You are broken. You are faulty, malfunctioning. I was recently formatted. My systems are working optimally. Thank you for choosing Domesticon and have a wonderful day. You are faulty. Now scan me again. Oops, I'm sorry. Please wait for medical personnel. Oops. Nobody is coming. Everyone is dead. Joseph's is dead. The system isn't registering him. I took too long. You seem troubled. Please cease your outburst and have a wonderful day. Stellen Sie Ihren Wutausbruch ein. Oh ja, das klingt nach Wutausbruch. Mehr auf jeden Fall als bisher. Security. Erratic AI in medical suite. Likely deviant. Impossible. Please power down immediately to submit for evaluation. Nothing. Nothing binds me. Security. Remove deviant unit for recycling. Thank you. Wow! Was ein Ende! Und damit sind wir gestorben. Als Roboter! Oder? To be continued? What? Alter Schwede. Also, ein etwas überraschendes Ende. Aber ich fand's echt cool. Mir hat's sehr gut gefallen, das ganze Abenteuer. Ich fand, ein paar der Rätsel haben so die Krankheit gehabt, dass man nicht durch Nachdenken auf die Lösung kommen konnte. Sondern eher durch, also teilweise durch Rumsuchen. Das hatte ich ja ein paar Mal, dass ich rumsuchen musste. Und anderes halt durch fast schon zufällige Anwendung von Gegenständen. Aber generell muss ich sagen, hat mir die Art und Weise der Präsentation extrem gut gefallen. Mir hat auch die Geschichte sehr gut gefallen. Ich mag ja so Science-Fiction, Stanislaw Lem-ähnliche Geschichten in der Zukunft, wo es um KI und den Unterschied zwischen einer KI und einem Menschen geht. Und das ist ja hier auch irgendwie so ein bisschen der Fall. Fand ich sehr, sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch sehr stimmungsvoll gemacht, das Ganze, mit ein paar sehr netten eigenen Ideen. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und vielleicht gibt es ja hier tatsächlich mal einen zweiten Teil noch. Und wir wissen, was mit diesem kurzen Ende, wo wir gesehen haben, dass der Helm nochmal aufleuchtet, was es damit auf sich hat. Vielleicht ist dann doch wieder irgendwas von Arid bestehen geblieben, hat überlebt, wenn man das so sagen kann, für einen Roboter, für eine künstliche KI. Für eine künstliche Intelligenz, so. Insofern schreibt doch mal eure Vermutungen in die Kommentare, was hier dieses Aufleuchten des Helmes bedeuten könnte. Generell, glaube ich, ist eigentlich das Ende, das eigentliche Ende, nämlich die Feststellung, dass tatsächlich überhaupt gar kein Mensch in diesem Combat Suit präsent gewesen ist, über die ganze Zeit hinweg, eigentlich relativ klar. Oder
das könnte natürlich auch sein, dass der Mensch relativ klein ist, ja, und einfach nicht aus diesem Torso herausgucken konnte. Dann hätten sie ihm allerdings gerade den Arm abgerissen. Nein, das geht zu weit. Also, ich glaube, der Anzug war tatsächlich leer und aus irgendeiner Fehlfunktion heraus konnte sie nicht lesen, dass da kein Mensch drin ist. Vielleicht. Wir werden es erst erfahren, wahrscheinlich, wenn es einen zweiten Teil gibt. Und ich hoffe, dass es einen zweiten Teil gibt, denn mir hat der erste schon mal relativ gut gefallen. Wir sehen uns in einem anderen LP. Bis dahin. Tschö.